wonderful good morning. Ja, heute ist ein super Tag. Es ist gerade 7:30 in der Früh. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich so früh wach bin. Und ja, der Grund ist, ich werde in einer halben Stunde bis Stunde, je nach Driver, werde ich abgeholt. Und ja, dann geht es nämlich ins nächste Land und in die nächste Stadt. Und ihr könnt gespannt sein, wohin. Es geht auf jeden Fall an den Strand wieder. Und ja, ich bin jetzt schon völlig energiegeladen und jetzt gehe ich erstmal Frühstück holen und dann geht die Fahrt los. So, zum Frühstück gibt es jetzt erstmal ein Bananaroti, ein Schokoroti und ein Kava. Geil. So, jetzt bin ich gerade durch die Immigration durchgelaufen, weil der Bus muss da halt, kann da ja nicht durchfahren direkt und ja, jetzt geht's gleich weiter. Ja, jetzt mussten wir ja doch noch durch einen zweiten Checkpoint. Vorher sind wir nur ausgestempelt worden und jetzt wieder eingestempelt worden. Aber die hier in Thailand, die machen mega Trara. Ich habe gerade ewig gewartet und dann nur ewig vorm Schalter gestanden. Keine Ahnung. Aber jetzt geht's dann gleich mit dem Bus weiter und dann bin ich in Thailand. Dann hoffentlich dauert es nicht mehr so lange, bis ich in Krabi bin. Das ist ein Dorf weiter von Krabi und da wollte ich eigentlich hin. Ja, mittlerweile, die Busfahrt hat jetzt 11 Stunden, dauert ein bisschen mehr. Und ja, jetzt meine erste Mission ist jetzt ein Hostel zu suchen und dann Geld und dann Essen. Und der ist jetzt gerade mega freundlich, weil eigentlich wäre ich nur bis nach Krabi gefahren. Der Busfahrer hat mich jetzt mitgenommen und die Mitreisenden, die haben mir jetzt auch nur so Geld gewechselt, damit ich nur dem Fahrer einen kleinen Obolus geben konnte. Ja, jetzt suchen wir mal ein Hostel und ich finde jetzt eins. Hier sieht es auch schon mega gut aus, wenn ihr den Strand mal seht. Aber wo wir gerade schon hergefahren sind, richtig gut. Freue mich schon auf die Tage jetzt. Und ja, hoffentlich finde ich jetzt noch ein gutes Hostel und dann schön was essen noch. So, ja, wir sind ein Hostel gefunden und es ist jetzt direkt am Strand richtig cool. Und jetzt war ich auch schon hier im Partnerhostel, haben uns ein Barbecue gegeben. Es war richtig gut und jetzt chillen wir gerade hier wieder. Und ja, es wird nicht mehr viel passieren, deswegen sieht man sich dann gleich wieder. A wonderful good morning. Ja, jetzt habe ich ausgeschlafen und in dem Hostel, wo ich jetzt bin, da ist richtig geiles Frühstück gegeben. Schon mal Daumen hoch dafür. Und ja, jetzt habe ich mir eine SIM-Karte gerade eben geholt und jetzt werde ich nur Geld holen. Und dann werde ich heute mit dem Hostel mal so eine Island-Tour machen, denke ich. Das Wetter ist zwar nicht das Beste, wenn ihr das jetzt mal hier so seht. Es röpfelt auch ein bisschen. Aber naja, besser als irgendwie rum zum Gammeln und so. Und ja, freue mich schon drauf. Die im Hostel sind echt cool, haben ein super Hostel erwischt. Ist zwar so ein bisschen, ja, sei jetzt mal Party-Hostel, aber dafür lernst voll schnell neue Leute kennen. Und gestern waren wir auf einem Barbecue, das hat man jetzt vielleicht im Video davor nicht so richtig gehört, weil es da so laut war. Und ja, es war umsonst das Barbecue und neue Leute kennengelernt, richtig cool. Ja, mal schauen, was mir jetzt die Tage noch wartet. Da bin ich jetzt echt gespannt, aber ich denke, hier wird es ganz gut werden, wenn das Wetter noch mitspielt. Thank you.
eine Island-Tour mit dem Hostel und das war schon richtig cool. Es war mal so einem kleinen Strand da und so einem versteckten Swimspot und jetzt sind wir weitergefahren, haben ein bisschen was gegessen, jetzt können wir hier nur schön schnorcheln gehen und ja, hat zwar ein bisschen geregnet, aber trotzdem ein cooler Trip bisher, richtig cool. Jetzt sind wir am letzten Punkt ankommen von unserer heutigen Reise und jetzt sind wir an so einer Bar da unten und wir sind jetzt auf so einen Viewpoint hoch. Schaut euch das mal an. Hier geht so die Felsen hoch und hier ist so eine Plattform und ja, im Hintergrund hier haben wir einen mega Ausblick, super Sonnenuntergang. Gut, ich meine, könnte besser sein mit den Wolken und allem, aber insgesamt super klasse. Ja. Und dann nachher geht's wieder zurück und ja, war ein super Tag heute. Thumbs up.